Guten Tag, hier spricht euer Peter Game. Finden wir jetzt endlich unsere Mutti? Hoffen wir mal, dass wir jetzt unsere Mutti finden endlich. Aber was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Die Sonne ist untergegangen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal die Mission, Leute. Und dann können wir hier wieder Nebenmissionen immer alle. Weil ich würde endlich unsere Myrte finden, Leute. Aber was ist denn? Aber was ist hier passiert? Was ist denn hier passiert? Zeit mal wegsehen aus Athen, Leute. Was ist denn mit Athen passiert? Ich hoffe, dass wir unsere Mutter jetzt finden, endlich. Hoffen wir mal, dass... Hoffen wir mal, dass wir sie finden. Cassandra, du bist zurück. Muss los, tut mir leid. Warte, wohin? Ich bin bald zurück. Wir sehen uns bei Aspasia. Manchmal glaube ich, du bist mir viel zu ähnlich. Ja, ist sie auch, glaube ich. Freunde, ich weiß, ihr seid zornig. Und ihr habt jedes Recht dazu. Warum verkriechen Sie sich dann? Okay. Cassandra, schön, dass du wieder da bist. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer nicht der Seuche erlag, rennt wild durch die Straßen. Der Tod geht umher und das ist nur eine Warnung. Wir haben die wahre Krankheit zu lange ignoriert. Kleon! Wie kannst du dich in solchen Zeiten um ihn sorgen? Wenn er herrscht, verlieren wir den Glanz und die Freiheit, die Athen groß gemacht haben. Es wird Zeit, meinen Worten Taten folgen zu lassen. Wie? Ich sag Bescheid, wenn mir was einfällt. Okay. Alter, was geht denn hier ab? Okay, Alter. Was passiert? Oh, Cassandra, du bist zurück in Athen. Was davon übrig ist. Unsere Welt zerfällt unter unseren Füßen. Es ist so laut wie auf einem Schlachtfeld da draußen. Und so brutal. Sie fordern Perikles Kopf. Als ob er wissen müsste, wie man dieser Katastrophe begegnet. Niemand ist auf das Ende der Welt vorbereitet. Ich muss mit dir reden. Ich fand einiges über meine Mutter heraus. Ihren Namen, ihr Schiff. Cassandra, jetzt ist nicht die Zeit. Perikles liegt im Sterben. Er weist mich ab und lässt Hippokrates nicht zu sich. Er plappert nur noch von seinem kostbaren Parthenon. Perikles ist ein starker Mann. Er kann die Krankheit besiegen. Du hast sie gehört. Er kann sich nicht verteidigen. Er wird ohne Ruhm sterben. Die Athener kennen ihn schon viel länger als diese Seuche. Er gab ihnen eine Stimme. Seine Errungenschaften sprechen für ihn. Oh. Perikles braucht einen Arzt und mich wird er nicht zu sich lassen. Dich respektiert er. Könntest du zu ihm gehen? Ich versuch's. Wenn du es tust, nehme ich mir die Zeit und wir reden über deine Mutter. Doch erst braucht er deine Hilfe. Einverstanden. Okay, über die Seuchen um. Ugh.
Da müssen wir mit ihm reden über die Seuche. Alter Schwede. Ich sagte doch. Ich bin's, Cassandra. Ja, tritt ein. Okay, wir dürfen eintreten. Es ist mir peinlich, dass jemand mit deiner Stärke mich so sehen muss. Wir müssen ehrlich sein, Leute. Ich gebe zu, du siehst nicht besonders gut aus. Und genauso fühle ich mich auch. Ich bring dir Medizin. Ah, ja. Meistens kommt Phoebe, um sie mir zu bringen. Wenigstens lebe ich noch. Auch wenn ich von meiner Stadt nicht dasselbe sagen kann. Sie ist ein Schatten ihrer selbst. Nun, jetzt wird sie Cleon gehören. Er muss sie aus diesem traurigen Zustand befreien. Ja. Ja. Ich möchte es mit eigenen Augen sehen. Gehen wir auf den Balkon. Oh Mann, Anna. Vieles hat sich verändert. Ich kann mich nicht mal gerade halten, um den Tod stolz ins Gesicht zu sehen. Du wirst schneller gesund werden, wenn du Hippokrates zu dir lässt. Meine Zeit ist gekommen. Vor der Seuche sind alle gleich. Ich habe Athen enttäuscht. Das Volk. Was passiert? Nein. Hast du nicht. Es ist nett, aber falsch. Aspasia muss beschützt werden. Ebenso Athen. Ich dachte, ich hätte Athena genug geopfert. Aber anscheinend nicht. Alter, was geht denn hier jetzt ab, Leute? Ich sollte dort auf den Straßen sein. Du würdest überwältigt. Es wütet ein Mob und Cleon tut nichts, um ihn zu besänftigen. Den Göttern sei Dank, dass Cleon mich nicht so sieht. Doch für mehr kann ich ihnen nicht danken. Sie haben mich verlassen. Die Götter sind nicht schuld, sondern die Welt. Sie steht auf dem Kopf. Athens Schicksal ist besiegelt. Jetzt können wir nur noch warten. Du solltest wieder hineingehen. Du brauchst Ruhe. Wo ich hingehen sollte, ist in dem Parthenon mein größtes Vermächtnis an Athen. Wir brauchen den Segen der Götter. Aber Aspasia... Aspasia hat recht. Das hat sie meist. Doch dieses Mal nicht. Ja, ich gehe hinein. Hab Dank, Cassandra. Sag meiner Aspasia, ich hätte brav die Medizin genommen. Na gut. Okay, Leute, alter Schwede. Perikles ließ mich ein. Er nahm die Medizin ohne zu murren. Vielen Dank. Stimmt etwas nicht? Ich hätte Phoebe längst zurückerwartet. Ich sah sie in der Menge draußen. Hast du sie irgendwo hingeschickt? Ich schickte sie zu Anastasios, um eine Fähre zu suchen. Sobald Perikles wieder stark genug ist, verlassen wir Athen. Wir müssen. Und nun machst du dir Sorgen. Genau. Bestimmt ist alles in Ordnung. Oh Mann, wir hätten ihn nicht wegschicken sollen. Was passiert? Es grassiert eine Seuche. Du weißt, was los ist. Sie ist noch ein Kind. Zoll ihr den Respekt, den sie verdient. Sie ist kämpferischer, als ich es in ihrem Alter war. Ich sagte Perikles, dass der Kult in Athen ist. Es ist zu gefährlich. Der Kult? Ich dachte, da spreche die Krankheit aus ihm. Ich werde nach ihr suchen. Wo ist Anastasios Haus? Es liegt gegenüber vom Odeion des Perikles. Schere. Okay. Es tut weh. Okay, Leute, Mann. Okay, sie ist kämpferischer als andere. Aber das Problem ist, es ist hier eine Seuche ausgebrochen, Leute. Es ist hier eine Seuche ausgebrochen. Die Seuche ist nicht gut, Leute. Man weiß nicht, was passieren wird hier. Ja.
Ich hoffe, dass sie das recht ohne Probleme dorthin hinkommt. Unsere Freundin. Ja. Hoffentlich. Das ist der richtige Ort. Hoffen wir mal, dass ihr es gut geht, weil es wäre heftig, wenn ihr es nicht gut geht, Leute. Aber dass es so plötzlich eine Seuche ausgebrochen ist. Mehr so lang war man ja doch gar nicht fort. So lang war man echt doch. Bei den Göttern. Was ist hier passiert? Das ist barbarisch, um eine Botschaft zu senden. Oh. Zum Glück war Phoebe nicht hier. Hoffentlich ist sie in Sicherheit. Hoffe ich auch, Leute. Aber ich denke, die... Deimos muss seine Drohung wahrgemacht haben. Alarm. Alle sind bis Nerven. Scheibenkleister, Mensch. Schade. Ah, Mann, das ist nicht mehr. Wir haben einen kleinen Fehler ein bisschen gemacht, Leute. So einen systematischen Fehler. Aber die Seuche ist schon heftig, finde ich, Leute. Das ist schon eine heftige Seuche, die hier passiert. Das ist schon eine heftige Seuche. Oh,
Alles sind die Haare schwierig. Ganz ruhig arbeite. Oh, alle, warum kümmern sie die Mühe? Oh, alle. Keine Sorge. Deine Kraft dauert. Mach. Das hältst du nicht durch. Und der hast du nicht drauf. Oh Mann, das sind so viele Gegner wieder. So, kurz mal Ding erweitern, Leute. Kurzes Inventar, gucken wir, dass wir unsere Pfeile verstärken können, Leute. Ah, Mann, das Mann, die Gegner sind echt nervig, finde ich. Komm, lass mich dich erlösen. Boah, erstmal kurz Ausruhe, Leute. Junge, war das ein Kampf, Alter. Das war ein bisschen heftig, finde ich. Haben wir uns gepackt, bisschen so allgemein, bisschen mit Kämpfe gehen, ein bisschen sneaky, aber wir haben es gepackt, Leute. Und das war das Wichtige. Nein, wir kamen zu spät. Erde. Mutter von allem. Ich grüße dich. Wir kamen zu spät, wie es aussieht. Wir kamen zu spät. Wir kamen zu spät, Leute. Oh nein. Mann, das ist
Scheibenkleister. Ja, das tut uns richtig. Mann, das ist bitter, Leute. Das ist sowas von bitter. Cassandra, geht es dir gut? Ich muss mit Aspasia sprechen. Erst müssen wir Pericles finden. Er wird vermisst. Das ist mir scheißegal. Sag mir, wo Aspasia ist. Cassandra. Es tut mir leid, Phoebe. Aspasia wollte am Parthenon nach Pericles suchen. Sie sollte dort sein. Ich glaube, wir gehen besser mit dir. Ich stimme zu, mein Freund. Ich stimme zu. Okay, ach. Okay, Leute, dann red mal jetzt mal mit. Junge, Junge, was geht denn hier ab jetzt? Wir wollten hier nur unsere Mutter suchen, Leute. Und danach haben wir die Seuche gefunden, oh Mann. Haben wir eine Seuche gefunden. Heftig, heftig, heftig. Zu heftig. Da bist du ja, Cassandra. Beeilung. Pericles könnte da drin sein. Was ist in dich gefahren? Phoebe wurde getötet von Kultisten, bevor ich bei ihr war. Oh nein! Arme Phoebe. Sie starb allein auf der Straße. Nein, du fandest sie. Sie war nicht allein. Ich weiß, wie gut ihr befreundet wart. Damit lasse ich sie nicht davonkommen. Du musst kämpfen. Für sie. Aspasia, du bist hier. Gibt's eine Spur von Pericles? Wenn er hier ist, dann betet er drinnen. Er wollte nicht in der Sicherheit der Villa bleiben. Es wird immer schlimmer auf der Agora. Es ist Wahnsinn. Sprich später und handle jetzt. Pericles... Los! Okay, Leute, was passiert hier drin? Ich werde alles zerstören, was du je erschaffen hast. Athen gehört mir. Pericles! Alter, was ist denn das für eine alte Schwede? Das? Komm mir nicht in die Quere. Was geht denn hier ab? Das ist ja abnormal. Was? Alter, was dick. Ja, oder du? Ah!
Ganz ruhig. Alter Schwede, was geht denn hier ab jetzt? Heftig, heftig, Leute. Sehr heftig. Alles ist verloren. Er war ein großer Mann. Vielleicht größer, als uns allen bewusst ist. Genau. Wir müssen sie aus Athen herausbringen. Wir nehmen mein Schiff. Wir müssen gehen. Er darf nicht umsonst gestorben sein. Genau, Leute. Er darf nicht sterben. Niemals. Er ist jetzt gestorben. Er darf niemals sozusagen sterben. Dass er in Athen nicht sterben. Aber wo soll er dann hin, Leute? Das frage ich mich, wo er dann hin soll, Leute. Da bin ich jetzt gespannt, Leute. Wie eine Flitzebogen, Leute. Bin ich mal gespannt. Abartig, aber was unser Bruder macht, Alter, das ist ja abnormal. Was unser Bruder macht, das ist nicht normal, Leute. Nicht normal, unser Bruder. Das ist ja. Das ist nicht normal, Leute. Ne, nicht normal. Nicht normal, Leute. Nein. Boah, Alter, das war ein heftiger Kampf, man. Aber, Alter, unser Bruder. Was ist mit dem passiert, Leute? Alter, was hat die alles mit dem gemacht? Aber, Leute, ich würde sagen, somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.